Some legends consider this great dragon to be the devil fated to destroy the world, while others claim it is the giant who birthed creation. Is there any way for mere humans to quell its unending rage? Or unending rape. You destroyed this epic description of Diamyrilis, Exerion. Oh, sorry. You're so sorry, aren't you? Of course I am. So, Leute, ja. Willkommen zu einer frisch gebackenen Synchro hier beim Schreckensviralis im Monster Trial Ultimate. Ihr seht vielleicht, ich habe hier die komplette Höllen-Sinokri-Armor. Ich zeig dir ganz kurz, ich bin hier 31, wir haben den gerade eben das erste Mal gemacht. Hat folgende Skills, das gute Stück. Ja, und ich habe jetzt das Störungskatana von Brachydios auf dem Rücken. Hier der gute Fuzzi mit der Gunlance, ist noch Jäger Rang 7, der alte Schuft. Und dann würde ich sagen, ja, warum nicht, fangen wir einfach an. Wir sind hier mit Zazu und Biola Lutelli Gedöns. Ich kann den Namen einfach nicht aussprechen. Beusel, the Black Flame of Calamity. Schwarze Unheilsflamme. Ich finde den englischen Titel cool. Psst. Nur weil du deine Englisch-Skills noch schärfen musst. Mm, it's so epic, my dear. I want to eat. Das kannst du mal ruhig sein. Oh, hier, ja, der Schreckensmiralis. Da unten seht ihr gerade schon den Weak Spot gerade eben. Ja, ich habe Dave ein bisschen eingewiesen in die Lehre des Diremiralis. Schreckensmiralis. Schreckensmiralis. Und der erste Run gerade lief echt nicht schlecht, müssen wir sagen. Mhm. Hoffen wir mal, dass es diesmal ansatzweise so gut geht. Oh, und da screamt er auch schon gleich jetzt. Oh, was für ein Höllenfürst. Schon übel nice. Es wäre lustig, wenn da irgendwie im Hintergrund so ein Demon Show im Gehege wäre und die Quest ein Demon Show in Not heißen würde. Und es im Prinzip nur darum geht, dieses Demon Show zu befreien. Natürlich. Gut, ihr seht schon, wir werden hier schwer unter Beschuss genommen. Nein, ich wurde getroffen. Voll umsonst geblockt. So, ich hau mir gleich hier mal den Macht- und Panzersam rein. Oh, und da schießt er hier hinten schon hier seine Ultra-Bombs. Nein, er hat Beusel getroffen. Nein, Beusel-Sammer. Beusel-Sammer. Oh, und da springen wir gleich ins kühle Nass. Oder inzwischen wahrscheinlich schon etwas hitzigere Nass. Close enough. Und greifen den schrecklichen Schreckensmiralis an. Boah. Yep. Wie ihr seht, auch ein paar Frame-Drops hier, aber das Monster ist einfach zu episch, als dass man das hier jetzt groß anprangern könnte. Ein Scheiß, it's Diremiralis. It's Diremiralis. Ja, das hat sich ganz so schrecklich angehört einfach. Oh, und ich muss hier hinten zum Weak Spot, da ist auch gerade Mäusel. Ja, pass auf, der geht nach hinten. Mm, danke. Voll das Quick. Ich bin gerade voll angespannt hier, weil wir haben wir die Quest echt gemacht und es herrschte peinliches Schweigen, möchte ich fast sagen. Ja, also es war echt brutal irgendwie, keiner hat was gesagt. Ja. Oh, so, ihr seht schon, die Rüstung hat beste Ohrstöpsel, ich zeige euch die Skills dann nochmal am Schluss. Habe ich jetzt verpennt beim Anfang. Aber vielleicht sind die Parts eh schon, nein, sind sie nicht, glaube ich. Wo wir uns eben die Rüstung schon gemacht haben, aber das war im G-Rank und ich glaube, das Video werden wir... Wow, what the fuck war das? Scheiße, ich bin betäubt! Nein! Warte, fuck. Ich trinke fuck, 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 fuck. Ah, ich wurde auch genatzt! Lifeboater! Kuneo-sama! Ah, Jesus, der Run startet schon mal um einiges schlechter. Jesus Christ, it's Diamyrilis. Natürlich. Das wäre so geil, wenn das in der Beschreibung stehen würde, weißt du, auf Englisch dann. Das ist das einzige Satz, weißt du? Ja, ja. Get prepared for the Diremiralis. Diremiralis. Und ihr seht schon, wir haben den unteren Weak Spot gerade gebreakt, wenn ich mich nicht ganz täusche, Meister Cornelius. Never mind. Ja, nein, ich gehe hier auf die Ärmchen lieber. Ja, ich bleib hier lieber am Gesäß. Hab nichts gegessen. Ja, was zum Henker? Wir machen Diremiralis. Das ist sowieso der größte Vogel, dieser Dieb einfach. Bogensammer.
Aber echt voll übel, dass er vorhin nicht gestorben ist. Ich hätte 100% damit gerechnet. Mhm. Weil der gute Zazu hat noch eine High-Rank-Rüstung an. Mit einem Skill, nämlich Parabeschichtung nutzen. Echt? Hat er? Das habe ich noch gar nicht mitbekommen. Doch, ich habe ihn schon inspiziert vorhin. Ich bin jetzt hier gerade im Oberleib. Achtung, kann irgendwer Drachenspeer machen? Ja, warte, ich bin hier gerade am Oberleib. Oder muss Beusel? Warte, warte, ich gehe raus. Ich geh. Nee. Machst du auch? Ja. Boah, Cornelius, sag mal, mach da oben gerade den Drachenspeer. Ich habe hier gerade Pirimirales in Full HD. Ja, super. Hat das jetzt getroffen oder nicht? Ja, doch, der trifft schon, glaube ich, immer. Boah, Mensch. Das habe ich gar nicht aufgepasst. Aber... Schmelz Wasserchen. Der flincht halt ziemlich schwer bloß, denke ich. Mhm. Boah, jetzt hat er mich extra nochmal abgeschossen, dieser Ekelhafte, gerade am Aufrichten gewesen. Gerade schnell am Nachhealen. Ihr seht schon, Beusel mit der Dios-Gewehrlanze. Auch sehr ratsam. Nicht Gewehrlanze, normalen Lanze. Normalen? Normal jetzt! Es ist nur normal, es ist nicht gut. Oh, gerade voll Glück gehabt, dass mich das nicht getroffen hat, indem mir so ein Teil eingeschlagen. Ja, das ist gefährlich hier. Hier mit Cornelius auf dem Bild. Ja. Gegen den schrecklichen Schreckenspiranus. Oh nein, bitte nicht fatales Modus. Seine Schrecklichkeit kennt keine Grenzen. Okay, gut, er ist umgefallen. Dave, auf welcher Seite bist du? Du bist drüben, okay. Ja, drüben. Dann bin ich hier, dann kann ich hier ihn von der Front zeigen. Mhm, ich greife hier gerade den Flügel an, das macht auch sehr viel Sinn, weil an die kommt er eben kaum ran, außer er liegt eben gerade. Hält an die Köchel. So, Wolf hat vorher auch noch schön reingeschnetzelt hier. Der bewegt er sich zurück. Das mag ich gar nicht, wenn er so platt am Boden liegt. Ich versuche ihn auch gerade den möglichst gut zu zeigen hier auch im Video. Oh, Vorsicht, oh ja, wunderschön. Boah, das nehme ich gleich als Thumbnail hier. Ja, übel am Abgehen, das Vieh. Ja. Schon richtig, richtig nice. Macht richtig Bock. Vor allem hier im Multiplayer. Ja, also ich denke auch, dass der Solo echt nicht ganz so schön zu genießen war. Ja, der war schon eine harte Nuss. So, noch einmal hier das Element voll. Ich hüpfe schnell ins Wasser zum Nachwetzen, weil ich hier gerade eh in der Kante stehe. Oh, sorry, Beusel. Ja, dann gesmash im Hintergrund übel laut. Versuche hier den Controller. Ja, das ist mir jetzt gleich gut. Versuche gerade diskret den Controller leise zu halten. Natürlich. Obwohl er mir fast aus den Händen springen möchte. Auf. Nein, vor Ehre. Wollust. Ehre. Boah, ich bin gerade durch so ein Feuerbällchen durchgemault. Shit. Von Cornelius Summer. Nein, nicht, dass mich nochmal eins trifft, dann bin ich nämlich weg. Warte, ich... Oh, hinter mir auch. Lebenspulver! Arigato gozaimasu! Nice, Dad! von der Japanese Fuse only. Oh, Mensch. Nihongo Jin des. Was heißt das zum Eck? Keine Ahnung, ich glaube japanische Leute. Ich glaube, es sind Japanische Leute. Das war Amaterasu, die japanische Göttin für sonst irgendwas, die mich da gerade genatzt hat. Nein, bei mir war es die Rimiralis. Die Rimiralis, die Gottheit. Der japanische Gott für Tod. Gerade durch seine Füßchen durchgehechtet. Oh, ich bin hier gerade unter Beschuss. Schnell Megatrink hinter die Kiemen. Und hier ist natürlich ratsam, die Sachen zum Nachkombinieren mitzunehmen. Ja, yep, auf jeden Fall. Habe ich Dave auch schon ans Herz gelegt vorhin. Habe ich auch gemacht. Ja, also schön Kräuter, wow. Blaupilze, Honig, genau, sowas in die Richtung. Vor allem, wenn ihr Solo spielt, sehr wichtig. Hier im Multiplayer war es vorher nicht so von Bedarf. Aber wow. Man kann ja nie wissen. Oh, ich bin mal schnell hier am Nachkombinieren. Nein, der Typ ist schon wieder gefaintet. Wenn der die Quest failt, dann aber wirklich. Dann aber wirklich, du. Oder wenn ich sie faile, das wäre noch tragischer. Der weiß ja ganz genau, wer das auf Band hat. Scheiße. Restart, ein Scheiß. Wir sind ja mitten am Synchro machen. Wenn er failt, wird's trotzdem hochgeladen. Schreckensvirales failt. Failure. Oh ja, hier zur Brust, das ist schrecklich. Aber es könnte echt sein, dass wir das hier dich kennenzulernen. Adios. Nett, dass du liebst. Voll gemein. Mensch. Gar nicht. Okay, er ist Armor Mode, meine Lieben. Das heißt, wir haben schon die Hälfte der HP erreicht. Der Weakpoint
Spot bleibt weiterhin angreifbar. Ja, aber eben sonst ist es schwierig. Gerade ein gebratenes Steakchen hinter die Kiemen. Und dann latzt er mich, während ich hier das gebratene Steak zu mir nehmen möchte. Boah, fu. Huch. Schreckensmirales liebt es, schreckliche Sachen in Daves Hintern zu schießen, scheinbar. Mhm. Ich auch. Schreckensmirales liebt es. Du auch. Oh, Mensch. Ich habe hier gerade Angst zu wetzen, nicht, dass er mich smackt, der Gute. Ja, ich gehe mal hier wieder zum Weak Spot. Und ihr seht schon, rotes Parkyrus-Element, das wird hoffentlich bald explodieren. Und den Schreckensmirales mit in seinen schrecklichen, aber verdienten Tod reißen. Ist aber gut, dass wir ihn schon im Armor-Mode haben. Bonganahido. Ich höre keinen Ton, das ist das Lustige. Das ist stimmt. Ich spiele hier gerade Tonlos. Hast du nicht die Ultra Solution von Michael Merchandise? Michael Merchandise? Nein, der Typ. Nein, Markus der nicht? Merchandise hieß der. Achso, ich dachte, du meinst das ich. Jackson. Michael Jackson, ja, der hat mir den Tipp gegeben. Ja, eben. Der wurde auch schon von Schreckensmirales gefällt. Oh. Ich glaube, den müssen wir rauspiepen. Ach was. Nein, ich piep den wirklich raus mit mir. Nur bei Kartoffelgriller kriegt ihr alles unzensiert. 100% uncut. Oh Gott, Mann. Wir machen hier gerade das End-Ultra-Boss-Vieh und labern dann einfach nur Scheiß. Ja, nein, überhaupt nicht. Wir haben schon viele wertvolle Tipps gegeben. So, Angriff auf den Weak-Spot des schrecklichen Schreckenspirals. Was ich vorhin sagen wollte, es könnte echt sein, dass das hier der europaweit zweite Dirimiralis ist, den wir machen. Also die offiziellen Spielergedöns halt, nicht irgendwelche Capcom-Heinis. Könnte wirklich sein. Wie den zweiten? Also halt europaweit die zweite Dirimiralis-Quest, die gemacht wird. Und die erste waren also wir davor, oder was? Man kann doch vielleicht. Oder und dir vor waren irgendwelche anderen Typen, oder was? Oder meinst du jetzt auch uns? Ja, meine ich schon, ja. Also deine halt. Ja, das wäre echt nice gewesen. Ja. Dave hat die allererste. Aber leider gibt es da ja keine Belege dafür. Ach so, hier, kennst du immer diese ultra verpixelten Bilder, so irgendwie so ins Finally Leaked, irgendwie so. Und dann irgendwie sogar in der heutigen Zeit irgendwie so in 240p, so ultra ungenscharf und ungenau. Ja, ja. Voll seltsam irgendwie immer. Boah, das sieht schon halt bitterböse aus, ey. Ja, damit man halt nicht erkennt, wo sie herkommen. Diese ganzen Omnibus. Ja, nee, nur weil die irgendwie keine Kameras haben oder keine Ahnung. Ich versuche mal hier gerade zu entkommen. Der das erste Video von Dirimiralis wurde ja auch irgendwie von einem chinesischen McDonalds aus hochgeladen oder so. Echt? Ja, ja, da hat man nur das Intro gesehen. Ja. Mit irgendeiner Handykamera aufgenommen. Mhm. Und im Hintergrund irgendwie so ein McDonalds-Gedöns. Und da hat er so geraschelt von diesen ganzen Papieren und so. Liebe Red, it's Dirimiralis. Weil das Video hatte irgendwie 100.000 Aufrufe. Und das war voll ja, cool. Ja, ich erinnere mich auch noch. Aber das Video selber hatte ich nicht, glaube ich, gar nicht gesehen. Dave denkt sich gerade, oh, das habe ich auf Akanto Krille re-upped. Achtung, weg von ihm, er explodiert. Jetzt. Okay, gestaggert, nice. Wie nice, dass Dave ihn gestaggert hat. Guess who staggered him? Du hast den Zuschauern diesen Anblick verwehrt. Mir ein großartiger Thumbnippel. Ich dachte, du nimmst das andere. Es ergeben sich schon noch viele Gelegenheiten. Ja, ich hau hier gerade übel den Sack. Und, oh, Brust gebrochen hier gerade bei mir mit dem nice. LS. Nice, das. Komm, Cornelius, das ist der Spruch wert. Okay. Ich war lauere schon hier in der Auswahl. Ja, wir haben anstatt, ja so dass du aufpasst, dass du nicht genatzt wirst. Ich kämpfe hier fast mit vollem Leben seit bestimmt schon 10 Stunden. Dirimiralis, Fotobomb. Attention, ho. Oh ja, hier müssen wir auch immer aufpassen. Der legt sich auch manchmal ganz gern hin, der Gute. Wenn ihr da unten drin seid, natürlich diese 200 Tonnen Schreckensmiralis, natürlich nicht ganz so geil. Bisschen hart, ja. Ja, hart im wahrsten Sinne des Wortes. So. Nice, so. Wir haben fast Full Break. Uns fehlt nur noch der linke Arm. Penis. Oh ja. Oh, bockt schon das Vieh, muss ich sagen. Ich versuche ihn hier gerade mal ein bisschen zu zeigen, ohne anzugreifen.
Beweg dein fauliges Gesäß und greif an. Nice, full break. Was war jetzt eigentlich noch der letzte Spot? Linker Arm, wie gesagt. Okay. So, jetzt ist er wieder Rage Mode, der Gute hier. Nice das. So, ja, bockt schon hier der gute Schreckens Miralis, wenn ihr mal so weit seid, irgendwann in so 2-3 Wochen. So im Dezember. Dann werdet ihr ihn auch genießen dürfen, solange natürlich immer brav Videos anschaut. Ah, Mensch, schon extrem nice. Als muss ich sagen, so geil hätte ich nicht gedacht, dass er dann schlussendlich doch ist. Dragonite ist ready. So schaut's aus. Ich glaube, der bewegt sich auch schon auf die Insel oder was auch immer hier zu. Moment, ich bin mir aber nicht sicher, ob wir den Dragonator einsetzen können. Ja, warte, ich geh mal. Oh nein, der nimmt gerade Kurs auf mich. Oh, oh, ich bin entkommen. Warte, ich aktiviere diesmal. Ich latsche grad. Nee, der geht nicht, oder? Nee. Ich glaube, der geht nicht hierher. Ich verschanze mich hier hinter und trinke mal ein Tränkchen. Kann ja auch nicht verkehrt sein. Verschanze ich mir hier auch mal und wetsch. Ja, dann muss ich auch gerade. Lass mal. Warte, der geht raus. Ja, warte, ich gehe hier hoch. So, und ihr seht schon, hier ist, so ein altes, gekapertes Schiff, gekentert, meine ich. Richtig nah ist das hier vorne dran, also quasi wie so ein altes Kriegsschiff, das hier scheinbar irgendwie gestrandet ist oder vom Schreckensmiral zu Kleinholz verarbeitet wurde vielmehr. Das Gebiet ist ja auch sehr nice, ich versuche das hier gerade mal drauf zu kriegen, ein bisschen das Gebiet. Ja, unter Wasser gibt es auch noch einen Dragonator, habe ich ja mit der Synchro von damals, wo Dave auch dabei war, angesprochen. Aber den kann man nur sehr selten einsetzen. Okay. Wo ist denn die Aktivierung dafür? Der ist ganz hinten, da ist doch so ein Fähnchen. Man sieht es gerade bei mir im Video. Okay. Und den kann man dann unter Wasser aktivieren. Aber wie gesagt, nur sehr selten eigentlich. Du sagst mir, wenn er ready ist. Ich glaube, der kommt fast raus. Ja, oder? Wird er nicht? Das ist die Frage. Ist die Frage, ob du mit dem Dragonator triffst. Weil der ist nicht so nah dran. Doch, der kommt schon raus. Oh. So, du sagst mal, wenn er ready ist, jetzt, oder? Ja. Boah, und jetzt hat was dann auch im Video. Nein. Boah, zack. Ja. Ich renne hier gerade mal runter nebenzu. Hier unten ganz klein. Ich hoffe, dass er mich jetzt hier nicht angreift. Hier unten bin ich. Zack. Nein. Und wir haben das Ziel erreicht. Ja, Rücke zum Hafen. Ja, muss ich sagen, nice Hunt in dem Fall. Ja, wirklich nice Hunt. Ich verzichte jetzt auch mal auf die Carves und zeige die Todessequenz. Ja, mache ich auch gerade. So, fuck, ich bin ins Wasser gesprungen. Huch, nein, ich auch, scheiße. Weil meine du Carves. Läufst dann immer irgendwo hin. Genau, und den könnt ihr nicht oft genug carven. Ihr schafft nicht alle Carves in der Regel, hat Kollege vorhin mir geleakt. Ja, also maximal. Ich weiß nicht, wie viele es sind. Hast du mitgezählt? Nee. Aber also immer, ich habe glaube zweimal, dreimal und noch einmal zweimal oder so vorhin geschafft. Ja, genau, ich auch so ungefähr. Also das ist schon eher unschaffbar. Ja, richtig nice. Zweiter Schreckensmirales hier erlegt von uns. Genau, und jetzt folgt dann auch gleich meine Urgent. Ja, dann wahrscheinlich lief Balotelli jetzt. Wahrscheinlich lief Bogenhans. Nein, ich kann den anderen, nein. Ja, ich auch nicht. Ah, schade. Dang it. Dafür habe ich hier gerade übel hässlich diese Haut irgendwie auf dem Bildschirm. Naja, und schauen wir, was wir abstauben können, liebe Freunde. Oh, diesmal fällt es aber spärlich. Oh, letztes Mal gab es mehr. Ein Eroberersiegel. Ja, das hatte ich vorhin auch und schon. Und ein schreckliches Drachenjuwel. Ich weiß gar nicht, ob ich das auch bekomme, aber ich glaube, weggeklickt. Und eine Mirale. Oh, Zerstörer Schmerz. Plus 5, Block hoch plus 2. Das packe ich doch mal in mein kleines Böckchen ein. Ja. Hauptquest fertig, nochmal 200 Punkte, Questbelohnung, Jägerrang-Punkte kriege ich nämlich schon, weil ich ja schon Jägerrang, wie sagt man, Update habe, dass ich Jägerränge aufsteige und nicht mehr durch Quests, sondern durch Punkte. Genau. Und dann würde ich sagen, ja, war's das von uns mit dem Schreckensmirales, oder? Ja, genau, ich will auch sagen, ich denke, wir winken jetzt einfach nochmal. Wave, hier in die Cam. Ich stelle mich mit dazu. Balotelli ist fleißig an der Box beschäftigt. Ja. Na gut. Dann bei Balotellis Rücken könnt ihr bewundern und wir sehen uns dann im nächsten Monster Hunter Try Ultimate Video, würde ich sagen, oder? Ja, bis dann, liebe Freunde. Gehabt euch wohl. Vielen Dank fürs Zuschauen. Tschüss.